Hallöchen, Popöchen. Heute bauen wir ein wunderschönes Fahrradregal aus dieser wunderschönen Eichenholzbohle. Au, Finger jetzt weg, fix. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine schöne Videomontage, wie ich diese Holzbohle hier in die richtigen Maße formatiere. Los geht's. So, Material habe ich zugeschnitten und jetzt ist mein Plan quasi folgender. Ich möchte hier, ich habe jetzt lauter verschiedene hohe Regale, das wird das oberste, dann im gewissen Abstand, den ich mir noch ermitteln muss, kommt das nächste, dann nochmal das nächste und hier das unterste und auf dem kann man dann quasi das Fahrrad mit aufhängen. Wichtig, das werden jetzt keine Schwerlastregale, die müssen alle nicht viel tragen. Deshalb, dass man sagt, man kann da sein Fahrrad hinhängen, das hat irgendwie 11 Kilo oder so. Dann auf eins kann man seinen Helm legen, vielleicht ein Ladegerät fürs E-Bike und dann noch irgendwie die Schuhe oder einen Schraubenschlüssel, keine Ahnung. So, damit es aber ein bisschen besser hält, habe ich dann hier noch solche Messing-Dinger, die ich irgendwie so vielleicht mit außen dran machen möchte. Wäre die Idee, so ein bisschen weiter rein vielleicht. Muss ich mal gucken, irgendwie so. Ihr wisst, Plan entsteht beim Arbeiten. So, damit ihr mir jetzt folgen könnt, was ich gerade mache. Ich habe jetzt hier quasi meine Regalböden aneinander gelegt und habe die zusammen gemessen, wie dick die zusammen sind. Die vier zusammen sind 10,8 cm. Meine Höhe des Regals ist 79,5 cm. Warum 79,5? Ich musste noch mal ein Stückchen abschneiden, weil die eine Seite schräg war. Deswegen sind es nicht 80. So. Hilf mir, Mathemann! Ich habe ein mathematisches Problem! Jetzt habe ich quasi das abgezogen, also die Gesamtlänge minus die Materialstärken. Da komme ich dann auf 68,7 und das habe ich geteilt durch 3, weil ich ja 3 Leerräume drin habe. Und dieser Wert wären jetzt meine Abstände und zwar 22,9. Mathemann! Und jetzt gucken wir mal, ob das hier mit 22,9 sich auch ausgeht, dass die Abstände überall gleich groß sind. Ich hoffe es. Das wäre jetzt ganz schön, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen kompletten Quatsch zusammengerechnet hätte. Und 23. Das reicht mir. Ich habe somit die richtigen Abstände berechnet. Ich bin halt einfach ein höchst professioneller Mathematiker. Habe ich mir die Markierung gemacht. Da bohren wir jetzt Löcher rein mit dem Vorbohrsenker. Lieber ein bisschen mehr, weil mehr Schrauben halten mehr. 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben pro Regal sollte reichen. So, und jetzt habe ich hier, das wird jetzt die Vorderseite, da habe ich mir jetzt quasi auch die Markierung gemacht, wo die Regalböden draufkommen, weil ich möchte mir da jetzt ein bisschen was drauf lasern. Das ist jetzt auch wieder kein Muss, aber ich bilde mir das jetzt ein. Da habe ich jetzt Klebeband. Das Klebeband ist ungefähr genauso dick wie die Regalböden. Da geht es jetzt auch gar nicht so genau. Das ist jetzt nur Pi mal Auge, Pi mal Daumen. Das heißt, ich klebe mir jetzt die Regalböden, da wo die dann sind, ab, dass ich natürlich nicht genau da reinlasere. Also wenn ich mir jetzt hier quasi ein Logo machen möchte oder einen Schriftzug oder irgendwas, dann soll das nicht im Regalböden sein, sondern hier, wo die Sicht frei ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe es zumindest halbwegs. Warum markiere ich das jetzt nicht einfach? Ja, weil ich das dann später wieder wegschleifen müsste. Und wenn ich jetzt hier was lasere, möchte ich da nicht zu viel drüber schleifen im Nachhinein. Deswegen habe ich das jetzt hier mit dem Klebeband markiert. Und jetzt kann ich überlegen, was ich hier rein lasere. Ich habe überlegt, mein Fahrrad ist ein Focus Atlas 6.7. Also hier keine bezahlte Werbung. Ich habe mir das gekauft für jede Menge Geld. Da ich Focus Atlas 6.7 hier rein lasere, oder? Können wir doch machen. Das hört sich doch gut an. Warum nicht? Warum nicht? So, ich befinde mich jetzt an meinem Laser und der Laser braucht natürlich auch
Strom. Und in Sachen Strom habe ich heute einen super Kooperationspartner für euch, und zwar Anker. Und da möchte ich euch ein richtig geiles Balkonkraftwerk vorstellen. Stell dir vor, du könntest deine eigene Energie direkt in deinem Garten oder auf deinem Balkon erzeugen. Mit dem Anker Solix Solarbank 2 Plus Kraftwerk wird dieser Traum wahr. Egal ob am Gartenzaun oder am Balkon. Die flexiblen 225 Watt Solarpanels von Anker lassen sich überall super schnell und einfach montieren. Ganz ohne Werkzeug und ohne Fachkenntnisse. Montage wirklich super einfach, am Balkon oder auch Gartenzaun, wie jetzt in meinem Fall, hier ran machen. Dann sind hier so tolle Kabelbinder dabei. Reinstecken, festziehen, drüben noch ein, festziehen und dann Kabel anstecken. Und so wird jetzt alles verbunden und dann angeschlossen. Das Anker Solix Solarbank 2 Plus Balkonkraftwerk mit Speicher ist ein 2 MPPT Balkonkraftwerk mit 1200 Watt, das eine All-in-One-Lösung für deine Stromversorgung bietet. Es speichert überschüssigen Strom, damit du auch nachts versorgt bist, immer dann, wenn du ihn brauchst. Intelligenter Stromverbrauch ohne Abfall. Der Anker Solix Smart Plug macht's möglich. Er ergänzt die Solarbank 2 Plus perfekt, indem er in Echtzeit deinen Strombedarf im Haushalt erfasst und die Solarbank sofort mit der passenden Energie versorgt. Verwandle dein Zuhause in ein intelligentes Energiesystem. Der Anker Solix Smart Plug bietet echtes Plug and Play. Einfach einstecken und schon hast du die volle Kontrolle. Über die Anker App kannst du alles bequem von überall steuern, egal ob du die Geräte ein- oder ausschalten, Timer setzen oder den Countdown aktivieren möchtest. Mach deinen Gartenzaun oder deinen Balkon zur Energiequelle und werde unabhängig mit Anker Solix für ein Leben in Power. Ab dem 6. September ist die Anker Solix Solarbank 2 offiziell kompatibel mit dem Shelly Smart Meter. Nutze dein bestehendes System optimal und spare noch mehr Energie. Hol dir jetzt die Anker Solix Balkonkraftwerklösung mit bis zu 23% Rabatt und erhalte 4 Smart Plugs kostenlos dazu. Angebot gültig nur bis zum 29. September. Lade außerdem deine Mikrowechselrichterinformation hoch und sichere dir 250 Euro Rabatt auf die Solarbank 2 Plus nur bis zum 28. September. Schau in die Videobeschreibung für weitere Details und deinen direkten Link zum Anker Solix Kraftwerk. Also ich muss schon sagen, da hat der Mira 7S wieder super Arbeit geleistet. Der lasert gerade noch was anderes für einen Bekannten von mir. Aber das ist schon geil, das gefällt mir gut. Gut, jetzt können wir die Regale auch schon dran verschräubilisieren. Mach mal. So, die Rückwand ist soweit fertig, denke ich zumindest. Mal schauen, was noch kommt. Und da kommen jetzt natürlich die Regalböden drauf. Die möchte ich aber jetzt nicht einfach nur so anschrauben, die möchte ich noch ein bisschen verschönern und was fräsen. Hier unten fräsen wir jetzt mal noch eine richtig schöne breite Nut ein, da wo dann quasi das Fahrrad auch eingelegt werden kann, dass es nicht nach vorne runterrutscht. Das machen wir jetzt als erstes. So, als nächstes mache ich einen Fräserwechsel, weil ich vorne an der Unterkante jetzt eben noch eine schöne Phase anfräsen möchte, damit es ein bisschen schräg ausschaut. Jetzt machen wir richtig schöne große Jetfast rein, 80er Schrauben mal. Bleibt es hier schon stehen? Nicht so perfekt. Dazu habe ich aber natürlich hier meinen Winkelspanner. Gibt es bei mir im Shop. Gibt es hier für die Create-Zwingen oder auch natürlich für die Wolfkraft-Zwingen. Könnt ihr bei mir im Shop einfach mal gucken. So, einfach zum Ranspannen. Und jetzt ballern wir einfach mal eine Schraube von hinten rein. Und dann zieht sich schon alles zusammen. Das Gute ist, ich habe jetzt dieses Mal auch Schrauben mit hinten, na wie heißt denn das, mit Teilgewinde, die zieht es dann zum Schluss besser hin. Und das gleiche Prozedere mache ich jetzt einfach mit jedem Regalboden. Und jetzt gucken wir mal, wie gesagt, die Regalboden, es wird kein Schwerlastregal, das muss ich viel halten. Ah ja, das ist stabil genug. Also mein 10 Kilo Fahrrad oder was ich da drauflege oder ein Fahrradhelm oder so, hält das locker. Das Gute ist, ich mache jetzt das Klebeband ab und das ist jetzt hier so auf dem Material so leicht dunkel. Könnte auch ein Nachteil sein, wenn man das theoretisch wegschleifen müsste. Aber für mich ist jetzt der Vorteil, dass ich da gleichzeitig eine Markierung habe, wo ich das jetzt ranmachen muss. Dann kann ich hier wieder mit meinem Winkelspanner rangehen, mir das hier so ein bisschen da hinstellen, wo ich es haben möchte, auf die Markierung, so. Und wieder verschrauben. Genau, und deshalb bei allen 4 Regalböden. Also nochmal an dieser Stelle, wenn ihr wirklich ein Regal bauen wollt, das richtig viel aushält, würde ich euch das nicht empfehlen, einfach nur von hinten Schrauben reinzumachen. Die 80er Schrauben, die halten schon was aus, da geht auch was. Aber wenn ich das wirklich belaste, könnt ihr mir das natürlich ausbrechen. Aber nachdem das hier wirklich ein Regal wird, da wo nichts Schweres reinkommt, sondern wirklich nur ein paar Kilo das tragen muss, ist das kein Problem. Also das hält das leicht. Das ist natürlich immer eine Sache von dem, was wollt ihr denn? Was soll euer Regal können? Soll es super stabil sein oder soll es einfach nur wunderschön sein, so wie meins?
Wenn ich ehrlich bin, ich habe mir überlegt, ob ich mir hier, ich habe da zwei so Messingschienen, ob ich mir hier auf der Seite noch so Messingschienen mit einlasse, die das noch ein bisschen stabiler machen. Aber es hält tatsächlich für meine Bedürfnisse so gut genug. Und ich glaube, mir gefällt es ganz gut, wenn auf der Seite nichts dran ist. Von dem her lasse ich das mit den Messingschienen jetzt weg und spare mir die für ein anderes Projekt auf. Das lassen wir. Aber was ich noch mache, ich mache mir jetzt hier noch Markierungen. Jeweils mit 5 cm Abstand. Da werden Bohrungen gemacht, um das später an die Wand zu schrauben. Mit 4 Schrauben einfach. Da auch wieder. Speedmarker ist einfach zu praktisch. 5,5. Warum der jetzt so praktisch ist, zeige ich euch mal kurz. Das ist nämlich wirklich nicht blöd. Ich kann halt jetzt hier anlegen, habe mir 5 cm Tiefe eingestellt. Jetzt lege ich hier an mit 5 cm und kann hier auch einfach 5 cm reinmessen und mache mir hier einfach einen Punkt bei 5 und 5. Jetzt ist es quasi von hier 5 cm rein und von hier 5 cm rein und das mit einem Schlag. Das ist halt super praktisch. Dann habe ich hier meine Markierung, die ich jetzt total verschmiert habe, wo ich mir jetzt gleich ein Loch einbohren kann und dann das wieder wegschleifen, den Dreck. So, und jetzt zu guter Letzt schmiere ich das noch mit meinem Heliacare Holzbalsam ein. Und hier an dieser Stelle ganz kurz für alle, die neu auf dem Kanal sind und das noch nicht kennen. Heliacare ist schon seit inzwischen sehr langer Zeit mein Lieblingsprodukt, wenn es um Holzpflege geht. Das ist einfach komplett biologisch und der Balsam ist halt einfach super schön aufzutragen. Von Heliacare gibt es natürlich auch Öle, aber mein Lieblingsprodukt ist der Balsam. Ihr seht, das wird super schön. Die Maserung des Holzes kommt richtig schön raus. Und es geht super schnell und es pflegt alles bio. Ja, mehr brauche ich nicht erzählen. Link ist auch in der Videobeschreibung. Oh ja, das wird richtig gut. Das gefällt mir gut. Bevor ich das jetzt an den Platz hänge, wo es hingehört, denkt dran, Anker Solix Balkonkraftwerk hat dieses Video möglich gemacht mit der Unterstützung. Schaut mal in dem Link in der Videobeschreibung, wenn euch so ein Balkonkraftwerk interessiert. Da habe ich alle wichtigen Infos und ich creme das jetzt hier noch schön ein und dann schrauben wir es fest und dann zeige ich euch das fertige Produkt. So, mein Regal ist jetzt an der Wand. Es ist wunderschön geworden, muss ich natürlich sagen. Und jetzt bin ich gespannt, ob das Rad auch passt. So, ich habe jetzt hier, wie ich schon gesagt habe, kann ich irgendwo meinen Helm hinlegen. Dann habe ich hier noch meine schöne Mütze. Da habe ich hier oben und hier unten habe ich noch Häkchen hingemacht. Und hier drin habe ich auch Häkchen hingemacht, dass ich eventuell was ranhängen kann. Vielleicht eine nasse Jacke oder einen Schlüssel oder irgendwas. Ja, je nachdem, was halt anfällt. Und jetzt der Moment der Wahrheit. Mal sehen, ob das Fahrrad passt. Ich würde es gerne umdrehen. So, und Steinchen. Es passt. Ich hatte schon Angst, dass hier hinten der Lenker an der Wand angeht, aber ich habe das natürlich alles genauestens ausgemessen, dass es auch passt. Dass das hier mit dem Sattel passt, ist auch kein Zufall. Das habe ich natürlich auch genauestens ausgemessen. Naja. Das war's mit meinem Regal. Schaut bei Anker Solix vorbei, die das Video ermöglicht haben. Ich find's mega cool. Das wird jetzt bestückt mit ein bisschen Bike-Zubehör. Und vielleicht fahre ich auch gleich noch eine Runde Fahrrad. Macht's kurz, Servus.